Ich reite jetzt vor dem Auto. Okay, da kommt ein Fahrradfahrer hergedüst. Oh Gott, schnell, schnell weg. Ich werde heute das wohl außergewöhnlichste und auffallendste neue Hobby testen. Ihr habt es bestimmt alles schon mal auf Social Media gesehen, und zwar Hobbyhorsing. Doch ich reite heute nicht allein, sondern mit Sonja. Au, Sonja, da sind Pferde drin. Ja, die sind jetzt tot. Schade, Alter. Sonja ist nämlich eine alte Schulfreundin von mir. Die beste. Nein. Und heute werden wir zusammen Pferdemädchen. Hast du schon mal ein Pferdemädchen? Nein, aber ich wollte schon immer mal sein. Süßes Bild. Und nein, die Pferde, die sich hier drin befinden, sind nicht tot, denn es handelt sich hierbei um Streckenpferde, sogenannte Spielpferde. Ja, und in diesem Video werden wir die eben reiten, mit den Springen, die pflegen. Alles, weil in unserem Herzen sind sie ja real. Wusstest du, dass es für diesen Sport sogar Wettbewerbe gibt? Nee. Okay. Wir machen sogar am Ende eine Challenge, wer höher springt, denn ich habe extra eine Hürde gekauft. Wir haben so viel Zubehör, wir haben so viel zu tun, das wird ein geiles Video. Ich freue mich. Seid gespannt, bleibt dabei. Ja. Und Daumen hoch. Jetzt denke ich, wir beginnen das Video. Bevor wir die Pferde auspacken, brauchen wir ein perfektes Outfit. Ich finde, ich habe meinen schon an. Ich bin heute schon ein bisschen Pferdegirlie drauf. Was soll das hier sein? Also, ich muss dir mal vorstellen, was ich alles gekauft habe. It's a lot. Oh, sorry. Tut mir leid. Hör auf! Nicht gucken. Das sind noch geheime Sachen in dem Video, die passieren hier. Jetzt haben wir für das tolle Outfit eine Perücke. Du hast schon lange Haare, ich nicht. Every blondie needs a brownie. Oh mein Gott. Und eine Leggings, weil der Reiter haben ja Leggings an. Oder? Das ist halt eine Strumpfhose. Ja, ist ja auch Leggings. Sonja, ich zieh die später an. Die sind ultra durchsichtig. Jule hat sich eine Strumpfhose gekauft. Das zieh ich erst dann, wenn ich reite, weil sonst ist es ein bisschen peinlich. Das Video wird peinlich genug. Ich habe hier eine Leggings einfach. Das ist eine Leggings. Das ist eine Leggings. Ich hab so das hier, das ist schon so Horse Girl, oder? Ja, das ist hässlich genug. Das war's. Ja. Hat mich das Pferd von sich geschmissen und ich bin auf dem Gras gelandet. Ja. Oh mein Gott, das sieht aus wie so Pferdeklamotten. Okay, und jetzt raus hier. Sonja, du kannst das gut. Outfit 10 von 10. Jetzt kommen wir zu einem ziemlich emotionalen Teil. Jeder von uns kriegt sein Pferd. Oh mein Gott. Hier sind sie. Das ist quasi der Stall von denen. Die wollen raus. Okay, bist du aufgeregt? Ja. Okay, das Pferd, was dir total zusagt, das ist so deins schon. Ich werde es einfach spüren. Du spürst das. Ja. Pferd Nummer 1, Pferd Nummer 2. Sag das, Schatz. Direkt gespürt. Sterben die nicht in dem Plastik, die kriegen gar keine Luft. Rein, schnell, rein! Ganz vorsichtig. Ja, weißt du auch, warum du vorsichtig sein musst? Ja, ist ja echt. Ja, deswegen. Das ist so süß. Jetzt kommen wir zur Taufe des Pferdes. Jeder von uns hat sich einen Namen überlegt. Wir taufen das Pferd auf den Namen Liberty. Liberty. Was machst du? Liberty. Das ist voll nass. Und ich taufe mein Pferd auf den Namen Salami. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Genug getauft heute. Bist du das Salami und Liberty, das haben? Ich würde niemals auf dieses Niveau runtergehen. Die haben was zusammen. Ach, Liberty! Liberty liebt Salami. Liberty braucht auch im Abstand. Liberty! Video eskaliert jetzt schon. Lese dir jetzt die Bewertung von den Pferden vor, die ich aus dem Stall namens Amazon habe. Radi schreibt, ein leicht behindertes Steckenpferd. Meine Tochter hat sich sehr gefreut, jedoch sind die angebrachten Augen des Pferdes so dermaßen schief. Also meins sitzt, auch wenn es nicht perfekt ist, genauso. Meins hat auch schiefe Augen. Siehst du's? Was? Leute, was? Alter, ich bin schockiert. Aber ich liebe es trotzdem. Es muss ja nicht perfekt sein, mein Pferd. Ich meine, es muss perfekt sein. Es wird einfach Metallstab im Mund. Ja. LOL. Das ist ja voll die Tierquälerei. Das machen die aber auch nicht. Essen die Metall? Das Pferdezubehör. Also Pferde müssen ja auch was essen. Das erlernt sich nur vor meiner Liebe. Bevor wir reiten gehen, eine Ladung Karotten. Ich hoffe, mein Pferd kackt. Dann frisieren wir jetzt nochmal unsere Pferd, bevor wir die ausreiten. Haarspray und ein Kamm. Ich möchte ja auch ein cutes Pferd. Frisiere jetzt auch ein bisschen. Ja, das braucht viel Frisier. Deins hat irgendwie nice Haare als meins. Kommt ganz nach mir. Wer echt so ein süßes Pony hat. Du willst, dass dein Pferd ein Pony hat? Ja. Dann macht Kinder. Also Salami würde dein Pferd mobben. Dumme Kuh. Und hat das was gebracht? Ihhh. Passen ja gut zusammen. Sonja, du siehst aus wie ein Pferdemädchen. Salami rasiere ich die Haare jetzt ab. Was? Ich lasse die Haare jetzt nämlich abstehen. Und da wir richtig schnell reiten, muss das natürlich auch in dem härtesten Wind überstehen. Das ist irgendwie nicht in der Mitte, also. Hör auf, die zu mobben. Das hast du nicht gehört. Ein bisschen mehr Haarspray. Das ist wie so eine Antenne. Die hat 5 Gramm. Schon süß.
Weißt du, was das hier ist? Nein, sag's mir. Hierbei handelt es sich nämlich um eine Springhürde für Pferde. Salami ist ein Einhorn! Oh mein Gott! Pack mir aber später aus. Ja, das springen wir später auch drüber. So hoch, wie wir können. Bin ich da nicht aufs Maul fliege. Dann habe ich hier noch so eine Leine, damit du mir nicht weggaloppierst. Spielzeug für Pferde? Ja. Man merkt, sie sind nicht begeistert. Zu guter Letzt das Allercoolste. Weil wir sind ja neue Pferdebeste. Sei mal ein bisschen glücklicher. Mit mir wollen viele Leute Pferdebeste Freundin sein. Und zwar werden wir unser Pferd töten. Nein, Spaß. Denn wir werden jetzt Freundschaftspferdearmbänder basteln. Oh mein Gott. Hast du Bock, Pferdeträume? Wir können da richtig viel machen. Das ist da alles drin. Oh. Das wird am Ende der Sieger von der Challenge bekommen. Das so dafür kämpfen. Das ist nämlich ein echtes Pferdeabzeichen. Hier können wir eine Rufe machen. Hier machen wir uns ein Freundschaftsarmband. Da ist so eine Kreidetafel. Hey, erstmal ein Namensschild für unsere Pferde, dass wir die Namen auch nicht vergessen. Namensschild für unseren Stall. Rot wie Salami. Also mein Pferd ist Salami. Oh Mann. Okay, schön weit. Das ist halt so eine Salami mit so Stückchen drin. Kennst du die? Die sind echt eklig. Oh mein Gott. Was ist denn das, Sonja? Was heißt Liberty? Sonja, was heißt das auf Englisch? Sag ich nicht. Sonja weiß bestimmt nicht mehr, was Liberty auf Englisch heißt. Da kam das Pferd aus dir raus. Oh. Sonja, ich hätte nicht gedacht, dass das Video so emotional wird. Ich find's wirklich süß gerade. Auch mit den Pferdennamen. Süß. Guck mal, sie lieben sich. Oh Gott, I'm so excited for this. Weißt du, ich möchte gar kein Freundschaftsarmband mit dir, sondern mit meinem Pferd. Nein. Okay, nein. Hast recht. Dein Blick hat überzeugt. Okay, wollen wir die Hufe, wollen wir damit nee, guck mal, ich packe doch jetzt das hier aus. Dann geht's zwei gleich zusammen. Kannst du flechten? Ja. Aber da kriegen wir keine zwei raus. Ne? Das ist riesig, Sonja. Das ist ein Gürtel sogar. Wir können uns voll aufs Gürtel machen. Sind so zwei Anhänger. Willst du die Hufe oder das Herz? Da darfst du jetzt entscheiden. Ich hätte gern Salami nehmen. Ich nehme die Hufe. Ich schwöre, ich mach's kaputt. Naja. Wie professionell ich das einfach anfasse. Oh nein, guck mal, du hast nichts. Ach, Sonja. Was hast du gemacht? Macht's halt ein bisschen funky. Crazy, ich bin diese Maschine. Rein in den Spielberg. So, hier seht ihr mal, wie gut Jul flechten kann. Er sieht so gut aus einfach. Film ich es auf meinen Schritt. Kannst du eigentlich gute Pferdegeräusche machen? Das musst du aber. Übe ich ja heute noch. Leute, an dieser Stelle könnt ihr auch schon mal den Kanal abonnieren, um mehr solche Videos zu drehen. Machen wir sowas noch? Wenn es gut ankommt. Deswegen gebt jetzt schon mal einen Daumen hoch und lasst einen Kommentar da. Wir haben's! Juhu, endlich nach Jahren. Jahrhunderte. Dein Armband beginnt. Oh mein Gott. Für eine ewige Pferdefreundschaft. Auf Liberty und Salami. Ich mach's nie wieder ab. Das wollte ich hören. Jetzt bin ich. Ah! Oh mein Gott, das hat mich nicht geschafft. Hey, unsere Bänder sind fertig. Und wollen wir noch ein paar so Federn in unser Pferd? Oh, sind die real? Klar. Ja, pinke Tauben gibt's auch. Liberty hat sich eine Haartransplantation. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Feld, wo wir reiten werden. Dafür nehmen wir unsere Hürde mit, sowie natürlich für die Challenge unser Gewinnerding, die Leggings und natürlich Liberty und Salami. Nehmen wir jetzt alle mit zum Feld und reiten aus. Die zwei besten Freundinnen stärken sich jetzt noch ein bisschen. Vor dem großen Ausritt. Süß, oder? Beste Freundin für immer. Yay! Schreib's gleich! Bis gleich! Bei Rot warten wir. Sind die Pferde peinlich da drin? Sonja verdeckt die so. Die sind irgendwie gewachsen. Let's go. Na, das sind auch Leute, die Fahrrad fahren. Er sollte auch mal ein Pferd nehmen. Bevor wir unsere Pferde freilassen, werde ich jetzt einmal die Hürde aufbauen. Der erste kommt jetzt erstmal hier rein. Oha, steht gut. Bauen wir das hier fest. Wir fangen jetzt erstmal mit einer kleinen Höhe an. Okay, nein, das ist noch zu hoch. Ich glaube, so hoch kann ich nicht mal springen. Okay, das ist die Springhöhe, mit der wir beginnen werden. Aber wir gehen jetzt erstmal in unsere Outfits. Das passt mir doch nicht. Was ist das denn? Ist stretchy. Guck mal. Das passt nicht. Natürlich. Ach du meine Güte. Also wir müssen uns jetzt erstmal aufwärmen. Wir reiten uns jetzt erstmal warm. Nimm dein Pferd, nimm deinen Gockel. Das ist so der Punkt, wo ich mich ein bisschen schäme. Wir stehen hier vor der XXL-Hürde. Noch ist sie nicht XXL, aber wir beginnen jetzt einfach. Reiten uns ein, bevor wir dann in die volle Reitmontur gehen mit Perücke und allem. Lass die Spiele beginnen. Also Salami friert schon, aber die Frisur hält dem Wind stand. Liberty, die ist es gewohnt, weil sie ist frei, einfach wie ein Pferd. Die kennt sich aus. Macht so Spaß.
Da kommt ein Auto. Ich reite jetzt vor dem Auto. Sonja schämt sich. So viel zu frei. Deine Liberty ist nicht frei, wenn sie nicht mal vor Fremden reiten kann. Liberty, die kennt sich, die ist nicht gewohnt mit Autos. Die ist halt auf dem freien Land, da gibt's Autos nicht. Also, Salami liebt Autos. Oh nein, das ist so peinlich. Am Ende ist da so ein Kind drin, was mich kennt. Sie hat gelacht. Sie wollte das auch schon immer mal machen. Sie war neidisch. Wee, wee. Oh nein, Salami ist gerade voll unruhig. Die Geräusche von der Natur ist noch nicht so gewohnt. Oh, Liberty ist voll die blöde Kuh. Sag sowas nicht. Salami mag die gar nicht. Wee, 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 wee. Brr, 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 brr. 3, 2, 1, go. Nächste Wort, ich will da. Können wir bitte aufhören? Dieser Stock schlägt die ganze Zeit gegen meine Eier. Die ist so schnell. Die ist ein bisschen wild. Also Salami ist da schon echt cooler. Das hast du so toll gemacht. Hat sie nicht. Nach dem ganzen Reiten brauchen unsere Pferde auf jeden Fall eine Stärkung erstmal, bevor der große Wettbewerb beginnt. Was ist das denn für eine Karotte? Also die kriegt Liberty. Friss. Sie nimmt alles, was sie bekommt. Also Salami ist eigentlich nur Salami. Die werden immer schlimmer. Sie hat's geliebt. ASMR. Du könntest noch für so Rehe oder sowas hier hinschmeißen. Für die Rehe. Für die Rehe. Das ist wie so veganes Reiten, weil wir ja kein Tier benutzen. Macht man das nicht so bei Pferden? Wenn Salami nicht so motiviert ist, dann halte ich da immer so eine Karotte vor. Das geht gut. Sie ist schon viel schneller. Oh, hör auf! Nein, stopp! Okay, ich zieh dann jetzt diese Leggings an. Leute, hot oder hot? Okay. Fühlt sich an wie eine Echthaar-Perücke. Oh mein Gott, ein Auto kommt. Auto kommt. Wie sieht's aus? Oh, voll viel Volumen. Thomas Gottschalk. Aua. Die Ohren bleiben warm. Also, win-win. Ich muss an den Duel irgendwie denken. Sagst du auch, du bist gerade hübscher, oder? Gib mir Haare. Okay, Sonja, macht mir jetzt einen Zopf, weil so könnte ich nicht reiten. Ich sehe ja gar nichts. Oh mein Gott, du hast so viel Volumen. Danke. Ich verrate dir auch mein Shampoo. Sieht's gut aus? Ja. Diese Locke ist sausüß. Ah, die Locke! Sonja, wir sind wirklich aus wie zwei Pferdefreundinnen. Wir haben es geschafft! Yeah. Okay, let's go. Stufe 1. Also Salami war besser. Da kommt ein Auto. Stufe 2 wird ein bisschen höher. Oh mein Gott, das ist schon relativ hoch, ne? Ui! Go, Salami! Salami Power! Oha. Wow! Die sind dann auch manchmal so, so. Okay, da kommt ein Fahrradfahrer hergedüst. Oh Gott, wirklich? Ja. Schnell, schnell weg. Nächste Stufe. Ach du meine Güte. Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Das war gut. Oha. Liberty, spring in die Freiheit. Ich hab nicht mal berührt. Okay, das war ziemlich gut, Sonja. Aber ob du die Höhe schaffst, mal schauen. Liberty schafft alles. Sonja beginnt. Oh, ruhig, ruhig. Hey, ruhig, ruhig, nochmal. Sie fühlt das zu krass. Mein letzter Versuch. Diese Kacksträhne, wegen der verliere ich. Das ist locker einen Meter hoch. Schaff's es. Da kommt ein Fahrradfahrer. Ich mach nicht Pipi, ich versteck mich nur. Bild seht ihr jetzt schon auf Insta, @itsjule. Da Liberty am besten gesprungen ist. Schäm dich, Salami. Gewinnt leider Liberty. Den ersten Platz hier. Viel Spaß damit. Wie fühlen Sie sich als Sieger? Ich fühle mich wie geboren. Ich fühle mich auch manchmal wie geboren. Und du? Halt dann mal. Salami for the win. Kommentiert mal, wen ihr findet, hat es am besten gemacht. Ich bin Hannah Montana. Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Lust auf mehr solche Videos habt, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ein fettes Dankeschön an Kimble, unseren Kameramann. Ist einfach nur geil geworden. Reitet euer Leben weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.